Hallo und recht herzlich willkommen hier beim Telefonjoker. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr beim iPhone 16 die SIM-Karte einsetzen könnt. Und dafür braucht man neben dem Telefon den sogenannten PIN. Und der ist Teil der Box. Wenn man das Cover mal wegnehmen, hier war eben das Telefon drin, ne? Und hier inmitten des Kabels finden wir den sogenannten PIN. So, den befreien wir mal. Alternativ könnt ihr natürlich auch immer die Spitze der guten alten Büroklammer benutzen. So, und wenn ihr euer Telefon jetzt so habt, findet ihr auf der Seite des Telefons den SIM-Kartenhalter. Und ein Teil des SIM-Kartenhalters ist ein kleines Loch hier und jetzt kommt die Spitze des Pins bzw. der Büroklammer ins Spiel. Ich stecke mal da rein, drücke ein bisschen und der SIM-Kartenhalter, der kommt zum Vorschein. Bei diesem SIM-Kartenhalter habt ihr die Möglichkeit, eine Nano-SIM-Karte einzusetzen. Und das machen wir auch gleich mal. So, schön reinsetzen, ne? Und so sollte es dann aussehen hier. Bei der SIM-Karte gibt es eine fehlende Ecke. Die passt auch nur zur fehlenden Ecke des SIM-Kartenhalters. Und wie ihr selbst seht, die Kontakte, die sind ganz oben. Okay, wenn ihr fertig seid mit dem Einlegen, dann kommt jetzt der SIM-Kartenhalter wieder zurück ins Telefon. Schön vorsichtig, die Kontakte zeigen dabei zum Display. Ja. Schön zumachen. Und ja, das war's auch schon. Wenn ihr möchtet, könntet ihr sogar noch eine zweite SIM-Karte einsetzen. Das geht aber halt nur mittels eines eSIM-Profils. Sozusagen eine elektronische SIM-Karte. Wenn ihr die haben wollt, fragt euren Provider, da sind dann auch die Instruktionen, wie ihr das Ganze dann einzurichten habt. Ja, das war erstmal das Tutorial hier für die physische SIM-Karte. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen oder gerne einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank, das ist eine riesen Unterstützung für meine Videos. Und ja, ansonsten habe ich noch ein paar andere Videos gemacht mit ein paar mehr Tipps und Tricks und so weiter und so fort. Und ihr könnt mich auch gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao!